Hallo liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir Schaschlik vor. Wieder mal. Ich habe ja schon angekündigt, dieses Jahr will ich so viel wie möglich von Schaschlik ausprobieren. Und heute zeige ich euch einen meiner Lieblings-Schaschliks. Sehr würzig, sehr lecker. So, was benötigen wir dazu? Fangen wir dann einmal hier rechts an. Wir bräuchten Mayonnaise. Ich habe hier Dönergewürz, eine Gewürzmischung. Zwiebel, natürlich unseren Schweinehals. Salz, Pfeffer und Mineralwasser. Die Marinade ist ziemlich schnell. Nach 1-2 Stunden könnt ihr komplett grillen. Das Ding wird euch schmecken. Wie immer, genau Mengenangabe findet ihr bei mir unten in der Infobox. Das kleine Säckchen. Weißt du, Schatz, also wenn da kein Koriander ist, dann kann das einfach nicht würzig sein. In der Gewürzmischung ist der Koriander drin. Ist schon sehr, sehr gemein. Aber extra für uns werde ich noch den Korn noch dazu legen. Okay, alles klar. Womit fängst du jetzt an? Da ich ja alles schon zugeschnitten habe, vermische ich das Ganze schon mal. Mhm. Bist du gut vorbereitet? Jetzt bin ich gut vorbereitet. Hier kommt unser Fleisch rein. Mhm. Dann unsere Zwiebel. So, nach den Zwiebeln kommen unsere ganzen Gewürze rein. Salz, Pfeffer, unsere Gewürzmischung. Unser Salz auf jeden Fall auf die Zwiebeln drauf, damit es sehr schnell ihren Saft verliert und das Fleisch weicher und zarter macht. Natürlich Pfeffer. Mit dem Pfefferkörner aufpassen. Schaut nicht zu viel. Wenn er verbrennt, wird er bitter. Und natürlich unsere Mayonnaise ohne den Löffel. So, nachdem man den Löffel geholt hat, nehmen wir noch für die Menge, das sind ungefähr 1,5 Kilo Schweinehals, nehmen wir 2 Esslöffel von der Mayonnaise. Ja, legen wir noch den Rest aus. Das Ganze vermengen wir. Später fügen wir noch unser Wasser hinzu. Zwiebeln natürlich jedes Mal ausdrücken, damit sie mehr und mehr Saft verlieren, damit auch das ganze Fleisch weicher wird. Nachdem wir gut umgerührt haben, fügen wir unser Wasser hinzu. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, das Ganze lassen wir jetzt, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr über Nacht stehen lassen. Sind schon 2 Stunden, oder? Ja, ansonsten, wenn ihr keine habt, lasst es draußen. Nicht in der Hitze, aber sagen wir so in der Raumtemperatur für eine Stunde. Das Ding wird euch richtig gut mariniert sein. Wenn ihr über Länge was stehen lässt, bitte dann im Kühlschrank wegen der Mayonnaise und dem rohen Fleisch. Genau, nicht bei der Hitze, gell? Nicht bei der Hitze und nicht in die Sonne stellen. Nun ist eine Stunde vorbei. Ja. Ich glaube, Stunde 15 haben wir jetzt, haben wir das Ganze aufgespießt und jetzt grillen wir. Mayonnaise müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, da es ja auch etwas fettig ist, dass er auch schnell anfängt zu brennen. Und solche Sachen am besten tut ihr runter, die ganzen Zwiebeln, weil die brennen euch an und geben einen bitteren Geschmack ab. Und das möchten wir natürlich nicht. Ich habe noch eine Zwiebel gefunden. Hast du noch eine Zwiebel gefunden? Ja. Siehst du? Nein. Ja. Jetzt sehe ich es. Auch sehr wichtig, damit auch das Fleisch richtig zubereitet oder nicht richtig, sondern ihr weniger Probleme habt, schaut, dass eure Kohle so grau ist. Richtig grau. Ja, das wiederholen wir immer wieder. aber es ist auch sehr wichtig. Eine der wichtigsten Faktoren. Guck. Aha. Warum? Ja. Ist überall. Also, was ist einer von den wichtigsten Faktoren? Dass man die Zwiebel wegtut. Nein, dass die... Ja, nimm's doch weg. Nein, kann ich nicht. Dass man was? Dass die Kohle schon gut abgebrannt ist. Dass ja auch die, gleichzeitig ist der ganze Mangal sich, hat sich komplett erwärmt. Und so hat man eine konstante Hitze und nicht auf einmal hohe. Deswegen. Okay.
Sie lachen wieder, Fräulein. Was ist? Sprich mit uns. Ich wende, meine Temperatur ist optimal, es brennt nicht an. Das ganze Fleisch schmort. Mein ganzer Schaschlik. Okay, wir nehmen mal auf. Mach mal zur Seite. So schaut es aus, gell? Mhm. Noch einmal kurz besprühen für meinen Schatz. Aber es war nicht so angebrannt. Es brennt sich nicht so an wie Ananas, gell? Mhm. Das geht. Oder wie Tomaten. Mhm. Mit der Tomatenmarinade. Brennt wirklich nicht an. Ja, weil die Hitze heute wirklich perfekt ist. So, das Ganze probieren wir natürlich, wie es schmeckt. Kurz ab. Sehr weich. Hm, schaut sehr, sehr saftig. Jetzt bin ich gespannt. Etwas Zwiebel natürlich. Mhm. Hm. Lecker. Jetzt gehen wir alle Schaschlik essen, oder? Jetzt können wir alle Schaschlik essen. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. War das würzig? Das war sehr würzig. Sehr lecker. Ist da genug Koriander drin? Hm. Hätte man noch ein bisschen was dazu machen können. Ah, siehst du? Okay. Jetzt kann ich sprechen. Jetzt kann ich reden. Okay, alles klar. Nochmal. Video, Daumen hoch, vergesst nicht. Vergiss nicht zu abonnieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Rezeptur. Stellt, werdet schnellstmöglich beantworten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Zubereitung. Lasst euch schmecken, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.